Heute gebucht als Jürgen Klopp. Ja, das ist mein Job. Guck mal, hier ist alles vorbereitet. Bart, Schere, Nüsse. Ah, Eier. Ich sehe schon so ein bisschen so aus, aber ich muss mir erstmal schminken. So, now we need this. Boah, krieg das nicht auf, ey. Das ist so fest. Nichts anderes, als wenn du zu Hause den Siphon leerst. Verstehst du? Ja. Ich sag dir eins, das Abmachen wird auch kein Festival der Freude. Denn das Zeug ist genauso wie die Flasche nicht aufgegangen ist, geht das Zeug vom Bart oder von der Haut auch nicht wieder ab. So. Ah! Hier. Ah! 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 Hier. Hallo? Ah! Let's go. Wollen wir... Wir freuen uns auf einen tollen, tollen Abend. Und dann erstmal einen schönen Abend und viel, viel Spaß und genießt es. So, umgezogen als Matze Knob und jetzt gehe ich auf die Bühne. Jetzt ist Stand-Up angesagt. Selbe Publikum, selber Abend, selbe Veranstaltung, andere Themen. Viel, viel Spaß mit unserem nächsten Gast des Abends, jetzt live on stage. Viel Spaß! Hier ist Matze Knob. Matze Knob! Bayern. Hier vorne, wie heißt du? Philipp ist Bayern-Fan. Philipp, nimm uns mit auf die Reise. Wann bist du auf die schiefe Bahn geraten? Und das Hemd, was du an, ihr könnt leider das Hemd nicht sehen, mit dem Hemd, da wirst du in der Paarungszeit auch von Buntspechten angeflogen. Ich werde verrückt, komm noch einmal ganz kurz hier. Guck mal, hier ist er. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan. Was kann denn schon geschehen? Oder noch einmal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr darauf, dass ich dieses Jahr beim Kloster von der Kamp mit dabei bin. Brauchst du gar nicht so gut tun, Herr Lothar Matthäus. Ich bin auf der Suche nach der nächsten zukünftigen Ex-Frau Lothar Matthäus. Du solltest nicht den Nachbarn begehren. So, vielen Dank, dass ihr heute Abend hier zu Gast seid beim Kloster von der Kamp 2023. Bei uns auf der Bühne. So, das war die Gala beim Klosterpforte Cup. Auslosung ist geglückt. Ich bereite mich auf das Turnier vor. Womit? Mit einem isotonischen Drink. Ein schöner... Was ist es? Gin Tonic. Prost!